Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um das Reittier Kette von Bad Mitra. Und dieses Reittier könnt ihr aus der Truhe des Folterers bekommen, wenn die Peiniger aktiv sind. Das heißt, es gibt im Schlund ein Event, das heißt Peiniger von Torghast. Das sind 15 verschiedene Gegner. Ihr könnt aber nur einmal die Woche diese Truhe looten und habt halt einmal die Woche die Chance auf dieses Mount, auf diese Hände. Ich habe euch hier auch nochmal das Bild eingeblendet und auch nochmal die Liste mit den Peinigern eingeblendet. Außerdem gibt es natürlich auch noch Transmog und Haustier und jede Menge anderen Kram. Das werde ich jetzt aber nicht alles aufführen. Wichtig ist halt nur, ihr könnt das Event, also für das Mount, nur einmal die Woche machen, natürlich mit jedem Charakter. Und was wichtig ist, auch für den Meta-Erfolg, es gibt ja einen Meta-Erfolg, wo ihr auch nochmal eine Hand bekommt, da braucht ihr halt den Erfolg, dass ihr alle Schergen einmal getötet habt. Deswegen ist es auch wichtig. Zum Event an sich, das ist immer ein anderes, je nachdem welcher Gegner da ist. Und die haben ja mittlerweile auch den Timer, wenn das startet, von 2 auf 5 Minuten hochgesetzt, haben wir letztens im Stream gesehen. Und dann macht ihr einfach die Gegner, bis der Boss kommt, bis der Balken voll ist, haut den Boss um und entweder, ich habe auch gelesen, es kann auch direkt in die Tasche plöppen, das Mount. Aber die meisten haben es aus der Kiste gezogen. Nur mehr ist das nicht. Die Peiniger kommen immer zur ungeraden Stunde. Das heißt 13, 15, 17, ne? Und um geraden Zahlen kommt immer das Kerkermeister-Event. Damit ihr das auch wisst. Gut, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr habt viel Glück dabei. Ich hab's noch nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.